Guten Morgen und willkommen zum achten Tag der Longboard-Tour. Jetzt sind wir aber eher so City-Tour, da wir jetzt in Wien unterwegs sind. Wir sind heute Morgen um 8.30 Uhr um und bei geweckt worden von lauten Burggeräuschen, da irgendwie unter unserer Wohnung irgendwie eine Baustelle ist. Und jetzt gerade sind wir auf dem Weg und haben Brötchen geholt, gehen jetzt noch in den Supermarkt, holen noch ein paar Kleinigkeiten, damit wir gleich ganz entspannt frühstücken können. Wir sind jetzt noch mal ein bisschen unterwegs hier durch Wien auf den Boards und auf dem Fahrrad und wollen noch mal ein bisschen gucken, was es so in den Läden gibt, ein bisschen rumfahren, vielleicht noch mal zur Donau, vielleicht noch mal schwimmen gehen. Wir wissen es noch nicht so ganz genau. Einfach noch mal den Tag in Wien genießen. Hier hinter mir sieht man vielleicht noch das Schloss Schönbrunn, wo wir jetzt gerade extra 40 Minuten hergefahren sind auf den Boards. Man hat es vielleicht gerade gesehen. Die ganze Zeit durch die City mit Schneckentempo, Durchschnittsgeschwindigkeit 8 bis 10 km allerhöchstens. Und dann kamen wir an und da wurde uns gesagt, erstmal mit Skateboards kommt ihr nicht rein. Haben wir gesagt, gut, dann stellen wir die hier hin und sind gleich wieder da. Aber dann meinte er, nee, das hat geschlossen, ihr kommt auch so nicht rein. Ja moin. Und jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg. Wollen vielleicht auf dem Rückweg nochmal Eis essen gehen. Eigentlich hat es den ganzen Tag relativ viel geregnet und deswegen konnte ich meine Kamera nicht mal draußen haben. Wir sind vorhin noch mal ein bisschen durch die Stadt gefahren, haben uns eigentlich so alles Mögliche angeguckt. Während es geregnet hat, muss man dazu sagen, dann sind wir klitschnass angekommen in einem Restaurant. Wir waren dann nämlich noch vegan essen und ja, ich habe einen Burger gegessen, war wirklich richtig lecker. Das war so der Tag heute eigentlich.